Moin Leute, hier ist Tim und herzlich willkommen zur 1000 Euro Gaming PC Kaufberatung für den Monat März 2020. Ja, es ist wieder soweit, die Preise auf dem PC Hardware Markt ändern sich ständig und deshalb ist nach dem Monat Februar auch im März direkt wieder eine neue 1000 Euro Gaming PC Kaufberatung notwendig. Wie immer bei meinen Kaufberatungen versuchen wir möglichst viel Gaming Performance für unser Budget rauszuholen, dabei aber auch die Qualität der Komponenten nicht aus den Augen zu verlieren. Ich würde sagen, wir fangen direkt an. Los geht's! Beginnen wir mit der Basis für jeden Gaming-PC, nämlich mit dem Mainboard. Für den 1000 Euro Gaming-PC empfehle ich euch das Gigabyte B450 Aorus Elite. Das ist ein aktuelles AMD-Mainboard mit dem ARM4-Sockel mit dem B450-Chipsatz, also nicht der aktuellste X570-Chipsatz. Die Mainboards sind aber auch einfach deutlich zu teuer. Das lohnt sich nicht, da sein Geld reinzustecken. Das B450 Aorus Elite von Gigabyte kostet um die 90 Euro und bietet für den Preis eigentlich schon eine super Ausstattung. Da wird eigentlich jeder glücklich und fündig bei dem, was er so braucht. Wir haben natürlich einen M.2-Slot intern mit dabei, um eine SSD direkt anzuschließen. Genug PCI-Express-Erweiterungsslots sind auch dabei. Auf der Rückseite insgesamt 8 USB-Anschlüsse, davon 4x USB 3.0. 7.1-Sound ist auch mit dabei und die Kühlung der Chipsatzkomponenten ist bei dem Mainboard auch wirklich gut. Für 90 Euro macht man dann nichts verkehrt und hat vom Preis-Leistungs-Verhältnis eine super Basis für seinen 1000 Euro Gaming-PC. Als Prozessor kommt dann natürlich auch ein AMD-Prozessor zum Einsatz, und zwar der AMD Ryzen 5 3600. Das ist ein 6-Kern-Prozessor, der Multithreading unterstützt, das heißt, ihr habt 6 echte und 12 quasi virtuelle Kerne. Der Prozessor kostet so um die 190 Euro und ist im Gaming-Bereich eigentlich das Beste, was man aktuell vom Preis-Leistungs-Verhältnis her kaufen kann. Für etwa 190 Euro bekommt ihr dann eine richtig, richtig gute CPU, die euch in keinem Spiel, auch mit keiner aktuellen Grafikkarte, irgendwie einen Bottleneck bereiten würde. Und auch zukünftige Grafikkarten-Upgrades in 2 oder 3 Jahren zum Beispiel werden mit dem Prozessor ohne Probleme möglich sein. Da braucht ihr euch überhaupt keine Sorgen machen. Da habt ihr eine super Basis für, ich denke mal, mindestens die nächsten 5 Jahre in eurem Gaming-PC. Als Arbeitsspeicher empfehle ich DDR4 Arbeitsspeicher logischerweise, und zwar insgesamt 16 GB. 16 GB sind absolut ausreichend für einen Gaming-PC aktuell und auch in Zukunft. In den nächsten 5 Jahren oder so bin ich mir ziemlich sicher, dass ihr damit keine Probleme bekommen werdet, dass 16 GB immer noch genug sein werden. Und selbst wenn der Zeitpunkt kommen sollte, dass ihr mehr Arbeitsspeicher braucht, könnt ihr theoretisch, da es sich hierbei um ein Kit aus 2 8-GB Riegeln handelt und ihr 4 RAM-Slots auf dem Mainboard habt, könnt ihr dann immer noch 2 Riegel dazu kaufen und auf zum Beispiel 32 GB upgraden. Meine Empfehlung hier sind die G-Skill Ripjaws V. Das ist ein Arbeitsspeicherkit mit einer Taktfrequenz von 3600 MHz, also einer relativ hohen Taktfrequenz und CL19-Timings. Kostet so um die 80 Euro und im Vergleich zu meinen anderen Kaufberatungen sind wir hier ein bisschen höher gegangen mit der Taktfrequenz, weil wir im Budget einfach noch Luft nach oben haben. Für 10 Euro weniger könnte man auch noch günstigeren Arbeitsspeicher bekommen, aber im Budget ist einfach genug Platz, dass wir die Taktfrequenz auf 1600 MHz anheben können und ein Ryzen 5 3600 profitiert auch in der Gaming-Leistung von einer hohen Arbeitsspeichertaktfrequenz. Es handelt sich da zwar nur um wenige Prozentpunkte in der letztendlichen Gaming-Performance in den FPS, aber da es im Budget möglich war, hier etwas besseren Arbeitsspeicher zu nehmen, ist meine Empfehlung auch, das Geld dann in die Hand zu nehmen und eben diesen Arbeitsspeicher von G-Skill mit einer Taktfrequenz von 3600 MHz zu kaufen. Dann kommen wir als nächstes zur Grafikkarte. Hier empfehle ich euch grundsätzlich erstmal eine RX 5700 XT von AMD, ein Custom-Modell von XFX an dieser Stelle. Das ist das RAW2-Modell, welches von Haus aus von XFX schon eine relativ hohe Übertaktung bietet und dafür noch vergleichsweise günstig ist mit etwa 370 Euro aktuell. Dazu hat es auch noch einen ziemlich großen Kühlkörper mit 2 Axiallüftern, der für eine ausreichende Kühlung bei guter Lautstärke sorgt. Da wird, denke ich mal, jeder mit zufrieden sein.
Natürlich, es gibt auch noch bessere Grafikkarten von der Kühlung, die einen noch größeren Kühler haben, die vielleicht noch mal minimal mehr übertaktet sind, aber die kosten auch deutlich mehr Geld und es lohnt sich einfach nicht, so viel Geld für quasi die gleiche Grafikkarte auszugeben, nur damit sie noch mal vielleicht etwas besser gekühlt ist oder eine minimal höhere Taktfrequenz bietet, im Verhältnis zu der mehr Performance, die ihr dadurch bekommt in Spielen. Ist es das einfach nicht wert, das Geld dafür auszugeben. Deswegen meine Empfehlung, hier die XFX RX 5700 XT für etwa 370 Euro. Das einzige Problem, was bei den AMD-Grafikkarten immer noch besteht, was ich jedenfalls in Tests der Grafikkarten hatte, ist, dass AMD immer noch Treiber- oder Firmware-Probleme mit den Grafikkarten zu haben scheint. Ich hatte das Problem, dass mein Monitor hier hinter mir immer ein dauerhaft grünes Bild angezeigt hat, nachdem ich den PC heruntergefahren habe mit einer RX 5700 und 5700 XT, und das scheint ein grundsätzliches Problem immer noch zu sein. Wen das stört und wer auch noch mal etwas mehr Performance haben möchte, kann die 150 Euro mehr in die Hand nehmen und sich eine Nvidia RTX 2070 Super kaufen. Eigentlich finde ich, dass sich die Grafikkarte nicht wirklich lohnt für einen Aufpreis von 150 Euro, weil man nur etwa 5% mehr Leistung im Schnitt dafür bekommt. Aber wen diese Treiberprobleme stören, mich zum Beispiel haben sie extrem gestört, der wird dann wohl zu einer Nvidia-Grafikkarte greifen müssen. Da wir vom Budget aber relativ gut aufgestellt sind und bei dem System mit der AMD-Grafikkarte noch deutlich Luft nach oben haben, werdet ihr auch nur etwas mehr als 1000 Euro insgesamt dann ausgeben müssen, wenn ihr zu einer Nvidia RTX 2070 Super greifen möchtet. Solltet ihr daran Interesse haben, dann empfehle ich euch die KFA2 RTX 2070 Super XOC. Das ist eine der günstigsten 2070 Super Grafikkarten auf dem Markt, die aber schon relativ hoch übertaktet ist und auch einen angemessenen Kühlkörper besitzt mit guten Lüftern. Da habt ihr auch gute Temperaturen mit einer angenehmen Lautstärke. Hier gilt natürlich das Gleiche wie das, was ich zu der AMD-Grafikkarte gesagt habe. Es gibt immer bessere Grafikkarten, die ein bisschen leiser sind, ein bisschen mehr übertaktet sind, die kosten aber unverhältnismäßig viel mehr. Die KFA 2 RTX 2070 Super XOC kostet etwa 510 Euro. Kommen wir nun zum Festplattenspeicher. Ich empfehle für einen Gaming-PC in dieser Preisklasse einfach nur noch eine SSD mit 1 TB Speicher. Das dürfte eigentlich für jeden erstmal ohne Probleme ausreichen. In diesem Fall ist das die Crucial P1 mit 1 TB, kostet etwa 110 Euro, ist eine der günstigsten M.2-SSDs, M.2-PCI-Express-SSDs auf dem Markt aktuell. Und es lohnt sich einfach nicht, noch mehr Geld für eine SSD auszugeben, die vielleicht noch mal schneller ist. Beispielsweise die Samsung SSDs, die kosten 50 Euro mehr, sind noch mal deutlich schneller, aber ihr bekommt dadurch nicht mehr Leistung in Spielen. Und auch was die Performance von Windows grundsätzlich oder die Bootzeit angeht, werdet ihr da kaum einen Unterschied merken. Deswegen lohnt es sich hier einfach in eine günstige M.2-SSD zu investieren. In diesem Fall ist das dann die Crucial P1. Das ist meine Empfehlung für den 1000 Euro Gaming-PC. Neben der SSD brauchen wir dann natürlich auch noch ein Netzteil. Ich empfehle hier wie immer das Be Quiet System Power 9 CM mit 500 Watt. 500 Watt sind absolut ausreichend für diesen Gaming-PC. Da bekommt ihr überhaupt keine Probleme. Und das Be Quiet Netzteil hat dann noch weitere Vorteile. Es ist einmal 80+ Bronze zertifiziert. Das bedeutet, das hat einen relativ hohen Wirkungsgrad und ihr verbraucht nicht unnötig viel Strom. Dann ist es teilmodular. Das ist besonders gut, wenn ihr ein relativ kleines Gehäuse habt oder allgemein ein aufgeräumtes Gehäuse haben möchtet. Ihr könnt dann nämlich alle nicht benötigten Kabel einfach rauslassen und habt dann ein super aufgeräumtes Gehäuse, habt ein super Kabelmanagement und auch einen besseren Airflow, der dann für bessere Temperaturen sorgen wird. Das Netzteil ist dann auch noch vergleichsweise günstig. Es kostet so um die 55 Euro und ist von der Qualität auch wirklich ein gutes Netzteil. Natürlich, es gibt auch da immer noch mal bessere Netzteile, die auch mit 80+ Gold oder 80+ Platinum zertifiziert sind. Aber wie gesagt, es geht bei diesen Kaufberatungen darum, möglichst viel Gaming-Performance für das Budget, was wir haben, zu bekommen. Und da macht es einfach keinen Sinn, ein noch teureres Netzteil zu kaufen, da das BeQuiet-Netzteil hier von der Qualität und von der Leistung absolut ausreichend ist mit 500 Watt. Dann fehlt uns jetzt einmal noch ein Gehäuse und eine mehr oder weniger optionale Komponente. Ich empfehle sie aber jedem bei einem 1000 Euro Gaming-PC, nämlich ein CPU-Kühler.
Fangen wir erstmal mit dem CPU-Kühler an. Ich empfehle euch wirklich, nehmt die 20 Euro in die Hand und kauft beispielsweise den Arctic Freezer 34. Das ist meine Empfehlung für einen günstigen und guten CPU-Kühler. Der ist deutlich besser als der AMD Box-Kühler und wird euch bessere Temperaturen beim Prozessor und natürlich einen leiseren Betrieb garantieren. Deswegen meine Empfehlung, auch da wir noch Luft nach oben haben beim Budget, zumindest wenn ihr euch für die RX 5700 XT entscheidet, dann nehmt die 20 Euro in die Hand und kauft euch noch diesen CPU-Kühler dazu. Wer dann noch ein PC-Case sucht, welches mit allen Komponenten kompatibel ist, die ich hier empfohlen habe, beispielsweise mit den Grafikkarten, dem Mainboard oder dem CPU-Kühler, dem kann ich dann das Sharkoon VS4W ans Herz legen. Das kostet etwa 35 Euro, ist ein grundsolides PC-Case, in das, wie gesagt, alle Komponenten hier reinpassen. Das ist immer Geschmackssache, ob einem das jetzt gefällt oder nicht. Deswegen empfehle ich zunächst immer, schaut einfach selbst nach PC-Cases und sucht euch das aus, was euch am besten gefällt. Wer aber sagt, ich brauche einfach ein günstiges Case, will da nicht zu viel für ausgeben, weil es ja auch darum geht, für 1000 Euro möglichst viel Gaming-Performance zu bekommen, dann schaut euch das Case einmal ein bisschen genauer an. Hat ein Sichtfenster, das ist von der Optik eigentlich ganz nett und hat den großen Vorteil, dass für 35 Euro schon zwei 120 mm Lüfter vorinstalliert sind. Einer vorne und einer hinten. Dadurch habt ihr schon ausreichenden Airflow in eurem Gehäuse und müsst nicht noch extra Gehäuselüfter mit dazu kaufen. Insgesamt landen wir jetzt bei etwa 930, 920 Euro, wenn ihr euch für die Variante mit der RX 5700 XT entscheidet. Also da ist noch viel Luft nach oben bei dem Budget. Es gibt aber einfach kein sinnvolles Upgrade mehr, was euch wirklich mehr Gaming-Performance bringt, um das Budget jetzt auf volle 1000 Euro anzuheben. Deswegen spart euch einfach da 80 Euro, kauft euch was anderes Nettes dafür oder macht einfach etwas früher ein Upgrade bei der Grafikkarte oder sowas, wenn ihr in 2-3 Jahren wieder mehr Performance haben möchtet. Wenn ihr euch für die Variante mit der RTX 2070 Super entscheidet, dann landet ihr insgesamt bei etwa 1070 Euro, also deutlich über dem Budget. Aber ich sag's euch, wenn euch diese Treiberprobleme von AMD stören, dann lohnt es sich wirklich, das Geld dafür in die Hand zu nehmen. Ihr kriegt auch noch mal etwas mehr Performance durch die RTX 2070 Super und seid auch da dann für die Zukunft super aufgestellt. Wie immer findet ihr alle Komponenten, die ich hier empfohlen habe in dem Video, in der Geizhals-Wunschliste in der Videobeschreibung. Und ansonsten war es das jetzt von mir. Wenn euch noch andere Preisklassen interessieren, dann schaut gerne bei meinen anderen Videos vorbei oder abonniert den Channel, damit ihr immer informiert seid, wenn es eine neue Kaufberatung gibt. Denn, wie wir jetzt wieder gesehen haben, zwischen Februar und März hat sich wieder einiges getan bei den Preisen, sodass eine neue Kaufberatung für 1000 Euro Gaming-PC notwendig war. Das war's mit der 1000 Euro Gaming-PC-Kaufberatung für den Monat März 2020. Ich bin jetzt raus, haut rein!